Moin allesamt. In meiner Halbjahresarbeit habe ich mich mit der Mondscheinsonate von Beethoven beschäftigt. Ich werde mit der Einführung in die Halbjahresarbeit Ihnen erzählen, dann wie ich anfing, das Stück für zu lernen. Dann als nächstes, wie ich das betrachtet habe oder analysiert. Und zum Schluss werde ich zum Fazit kommen. Aber zum Anfang werde ich Ihnen das Stück auf dem Klavier vorspielen. Thank you.
So, fortfahren werde ich mit der Einführung in die Halbjahresarbeit. Also wie die 11. Klasse mussten auch wir uns der Frage stellen, welches Thema und welche Leitfrage wir dazu nehmen sollen. Bei mir persönlich war das nicht direkt klar, weil ich viele Ideen hatte. Aber ich wusste doch schon irgendwie, dass ich irgendwas mit Musik unternehmen werde, weil ich ja schon seit längerem am Klavier tätig bin. Genau. Meine erste Klavierstunde hatte ich, glaube ich, mit 6. Danach hatte ich eine Pause und habe währenddessen auf dem Akkordeon gespielt. Mit 10, 11 Jahren wechselte ich die Musiklehrerin und erst ab da lernte ich die ganzen Noten, die ganzen, einfach die Grundkenntnisse der Musik. Ich lernte auch meine ersten drei Klavierstücke, darunter auch die bekannte Für Elise, auch von Beethoven. Am Anfang wusste ich nicht genau, ob ich wirklich die Mozart-Sonate nehmen soll, weil es ist doch schon recht ein schweres Stück und zu Hause hat es auf jeden Fall viel besser geklappt zum Spielen als jetzt hier gerade, aber ich wusste nicht, ob ich das halt bis hierhin überhaupt mit dem Stück soweit schaffe. Und ja, genau. Mit einem Freund hatte ich dann trotzdem noch viele andere Ideen, sowas wie Sozialexperimente oder Selbstexperimente, sowas wie, wie wäre es 4 Wochen ohne jegliche Medien oder 4 Wochen auf der Straße. Aber durch die Corona-Pandemie erschien uns was anderes als vernünftiger. Genau. Später hatte ich einen Einfall, ein eigenes Musikstück zu komponieren, aber der Gedanke verflog ziemlich schnell. Wie ich auf die Leitfrage gekommen bin, also ich komponierte, ich stellte jetzt mir die Frage, wie ist das Stück aufgebaut, warum hat Beethoven das geschrieben? Und daraus setze ich halt irgendwie so, kombinierte ich meine Leitfrage und die ist halt, wie analysiere ich ein Musikstück, und in dem Fall war es jetzt die Mozart-Sonate, die ich analysierte. Ein wenig von Beethoven hatte ich gehört. Meine Klavierlehrerin hat mir auch erzählt, dass er in seinem Leben 70 Mal umgezogen ist, weil er, also allein schon in Wien, glaube ich, irgendwie 40 Mal, weil er ziemlich unordentlich in der Wohnung war. Und der hatte einen Nachttopf auch, glaube ich, unter seinem Klavier, aber den leerte irgendwie nie aus und deswegen war es bei ihm ein ganz großes Chaos und deswegen ganz schlimm. Aber der Grund, warum ich die Mozart-Sonate genommen habe, einer der Gründe ist, dass er beim Schreiben oder Komponieren des Stückes fast komplett gehörlos war. Seine letzte Sonate, da hat er sie dirigiert und er konnte nichts hören, ob das Publikum ihm zuspricht oder nicht. Und dann hat er sich umgedreht und die Leute haben halt das Stück sehr gemocht, und dass er halt gehörlos war, natürlich haben sie es nicht gemocht, aber aber das Stück haben sie sehr gemocht. Und als er sich dann umgedreht hat und sah, dass alle ihm applaudiert haben, ist er von der Bühne gegangen und hat die dann auch nie wieder betreten. Also wie ich anfing, das Stück zu lernen, zuallererst, nachdem ich das Stück ausgesucht hatte, schaute ich mir Videos an von Künstlern, die das Stück ausspielen, weil viele verschiedene Künstler spielen das auch auf ihre eigene Art, und ich habe mir halt so ein bisschen den Stil abgeguckt, ein bisschen orientiert und genau. Also ich fing an, erstmal mit der rechten Hand an die Zeile 2 bis 4 Mal zu spielen, bis ich ungefähr das Gefühl hatte, wie die Noten sind, wie das Tempo ist. Das habe ich natürlich dann auch mit der linken Hand gemacht. Und als ich beide konnte, habe ich die beiden zusammengefügt. Ich bin so vorgegangen, dass ich versucht habe, in 2 oder 3 Wochen ungefähr 3 Zeilen mir einzuprägen, weil ich glaube, es ist am
leichtesten, wenn man sich Zeile für Zeile auswendig lernt. Anfang Dezember konnte ich dann die dritte Seite, also die letzte Seite, eigentlich ganz gut spielen, also nur ganz wenige Fehler. Und dann kam der Lockdown und das war ungefähr Januar bis März und dort habe ich ziemlich wenig am Klavier gespielt, fast gar nicht. Und als ich dann versucht habe, nach den Noten wieder abzulesen, dann konnte ich mich nur so vage daran erinnern. Aber das Schwierigste am gesamten Stück ist, dass die rechte Hand sozusagen zwei Themen spielt. Einmal der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger meistens spielen die Achteltriolen. Und der kleine Finger spielt dann halt den obersten Ton meistens. Also wie ich mit dem Analysieren vorgegangen bin. Genau, so den Tag habe ich analysiert oder betrachtet. Zuallererst schaute ich mir den Takt an und schaute und habe ihn gespielt und habe geschaut, wo sind die Besonderheiten, welche Struktur hat es. Da habe ich halt mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wo welche Zeichen sind, ob ein Crescendo ist, ob ein Diminuendo ist. Und genau. Zum Fazit kann ich sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, auf ein Ziel zuzuarbeiten mit dem Klavier. Und an das Analysieren habe ich mich eine Zeit lang nicht reingetraut, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich anfangen soll, ob das so richtig ist. Und genau, dann. Aber das Stück an sich zu lernen war eigentlich nicht so schwer. Man bräuchte halt einfach nur viel mehr Zeit. Aber ja, sonst. Was ist das? Im Chat wurde gefragt, wie lange du insgesamt für dieses eine Stück ungefähr gebraucht hast, um es so zu lernen, wie du es jetzt kannst. Also ich habe es halt angefangen, wo wir die Halbjahresarbeiten schreiben mussten. Aber die Stunden, also ich habe ja nicht jede Woche gespielt, sondern ich habe halt zum Beispiel zwischen Januar und März habe ich fast gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert? Auf jeden Fall nicht lange, nicht wenig. Danke.